Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal in-game. Das ist auch mitten im Stream. Und wir werden gucken, heute geht auf jeden Fall ein bisschen die Educational Week los. Und wir gucken auf jeden Fall. No. Die Leute, die den Stream verpassen, gerne immer abchecken. Twitch TV, Paxi Coaching. So, wir haben hier ADC, Matchup. Und wir können schon mal die Musik wechseln. So, perfekt. Ja, genau. Dann gucken wir mal, wie das wird. Poppy ist ein insane guter Pick into Nautilus Tristana. Kann einfach alles canceln. Auch gegen Ornn ist sie nicht schlecht, sondern kann auch sehr gut kontern. Okay, das erste, was ich mache, ich weiß, dass Aphelios Range Vorteil hat. Deswegen will ich nicht wirklich traden. Wir sind besser im All-In, aber der Gegner kann was machen? Unseren All-In verhindern und uns poken. Dagegen muss ich aufpassen. So, der Gegner fightet auf jeden Fall Topset mit meinem Team. Und wir wollen erstmal nicht rotieren. Wir wollen erstmal watchen. Okay. Gut. Ich will nicht traden. Ich will wirklich aufpassen. Ich kann ein bisschen die Wave attacken, aber ich will nicht zu viel machen. Weil sonst ist meine Lane vielleicht in einem schlechten Spot. Ich will sie eher mittig halten. Okay, wir wollen die Wave nicht overpushen. Wir wollen sie eher mittig halten. Einfach einen kleinen Slowpush machen. Ja. Der Slowpush muss nicht so groß sein. Wir merken jetzt, der Gegner hat eher die Wave Control. Ja, er muss auf mein Autodeck warten. Und wir müssen erstmal chillen. Hier können wir nicht machen, wenn er nach vorne geht. Könnte ich ihm eine E geben. Auto, Auto, Auto. Aber das hat er jetzt nicht riskiert. Euer Trade muss er als Tristana vor allem mit der E spielen. Er hat Sniper ab. Mit der Sniper kann er auf jeden Fall mich gut poken. Er bringt die zweite Wave rein. Also ist die dritte Wave ein Bounce Back. So. Das heißt, die Wave wird jetzt langsam zu den Gegnern gehen. Was okay ist, weil wir hitten dann Level 3 früher. Deswegen ist es ganz okay. Okay. Es gibt auf jeden Fall einen Trick, wie man als Tristana Harrison kann. So. Das ist, indem man einen Minion eht und den damit, den danach lastet. Wir sehen, dass der Gegner einfach sehr, sehr viel reinpusht und nicht viel macht. Wir sehen, Echo ist Topside und hat einen Kill bekommen. Es läuft bis jetzt sehr gut für mein Team. Solange ich nicht griefe und mein Nautilus arbeiten lasse, ist es completely fine. So. So, da habe ich schon mal ein bisschen Damage bekommen. Ich habe ihn gut getradet, right? Und Winning Trade. Ihr wollt immer für eure Stärken traden. Meine Stärke ist auf jeden Fall die Bombe. Damit trade ich auf jeden Fall. Die Wave wollen wir auf unserer Seite lassen, damit wir gut All-In können. Unser Jungle Path auf Botside. Das ist sehr, sehr gut für unseren All-In. So. Echo Path. Wahrscheinlich auch Botside. Er war kurz Topside zu sehen. Maybe ist er auch Topside. Botto Top. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Man kann, wenn man ihn auf ihn drauf drückt, kann man sehen, welchen. Ob er Blue Buff hat, Red Buff hat. Das hätte man direkt sehen können. Na, no, jetzt können wir hier fighten mit Brand. Na. No. Na, no. Und jetzt wollen wir einfach mal gechillt fighten. Da bekomme ich den ersten Kill. Und da ist der zweite Kill. Und jetzt, nachdem wir Kills gemacht haben, wollen wir die Lane pushen. That's it. Okay. Das war ein bisschen unlucky, dass ich den Kill nicht, nicht bekommen habe. Aber jetzt den ADC Patch, gibt mein erstes Item. Das müssen wir beobachten. Ja. Das ist nicht so tragic, I guess. Super. Sehr schön. Und jetzt einfach, wenn ich schwächer bin, einfach raus. Der Flash von Poppy, ja, auf jeden Fall. War serviert. So, gegen die Wand geflasht. So, hi John. Okay. Machen immer noch weiter. Ich habe jetzt BF Base. Das ist pretty, pretty nice. Ich will dieses Mal so viel Gold wie möglich ausgeben. Weil das nächste, der nächste Base wird sowieso Pickaxe sein, right? Wenn der nächste Base, stellt euch vor, ich hätte jetzt eine Pickaxe und Schuhe, dann würde ich natürlich eher keinen Decker kaufen. Weil ich würde zum Beispiel auf BF-Swords sparen, obviously.
Ihr wollt einfach immer gucken, für was, für welches Item wollt ihr gehen. Vor allem teure Items early on können sehr große Probleme. Ich guck, wenn er Q benutzt, kann ich erst rein. Das heißt, wenn er Q benutzt, bekommt er sehr viele Chakrams. Ich will nicht unbedingt in seinen Chakrams reiten. Sehr viel klicken, eng klicken, damit wir einfach ein bisschen mehr im Fokus sind. Und die Wave kommt Richtung Botside. Und Nautilus kommt. Die Wave steht sehr, sehr gut für mich. Und wenn Nautilus gleich da ist, werde ich gleich auch poppen. In Anwen. Auto, Auto, Auto. Ich will nicht wehen, weil sie jetzt wahrscheinlich wieder ab. Warte noch. Genau, da haben wir einen Free Kill. Und jetzt können wir einfach die Wave pushen. 4-0. Und die Elo gerade ist letzte Season Master. Letzte Season 300 LP ungefähr. 300, 400 LP von MMR her. Pretty nice. Jetzt werden wir Base Kill bekommen, Pickaxe. Und weil die Wave reingeht, wird sie Bones backen. Und ich kann auf den Bones back wieder all-in. Ich sehe Echo's Topside. Und das merke ich mir, okay? Wenn der Enemy Jungler Topside ist, wird er danach Botside kommen. So. Okay. So, okay, perfekt. Bis jetzt läuft's gut, Chat, right? Und können auch vielleicht eine YouTube-Series machen, von einer gewissen Elo hochgleiten, was ich da mache. Wir haben so viele Content-Ideen in Form von Educational. Und das große Problem natürlich in der deutschen Szene ist, es gibt nicht so viele Educational-YouTube-Videos. Jetzt draufjumpen, Auto, Auto, Auto. Und er ist dead. Wenn wir den Gegner töten, natürlich habe ich sehr viel Gold. Echo's Botside, warum? Er war Topside. Deswegen sehen wir ihn hier. Ohne ihn zu scouten. Ich kann ein paar Autotags auf jeden Fall auf die Poppy geben. Das sind ein paar Free Autotags. Jetzt springe ich einfach mal raus. Ich bin sehr, sehr safe. Immer noch sehr, sehr safe. Und wenn man da ultet, kann er nicht ulten. Deswegen habe ich da instant geultet und eine Combo gemacht. Da kann er selber nicht ulten. Ist super dead. Easy clap als Tristana. Ich bin schon mal super, super effektiv. So. Perfekt. Dann Infinity Edge. Ab Infinity Edge habe ich schon mal einen guten Spike. Und das Problem, warum Tristana ADC keine Meta war, zu der vorherigen Split war, vorherigen Season. Das Ding war immer, dass Tristana kein Damage hatte ohne ihre Bombe. Durch die Changes auf ADC ist jetzt Tristana wieder viable, weil ihre Autotags machen wieder sehr, sehr viel Damage. Davor hattest du das Problem, wenn du keine E hattest, was ist useless. Jetzt haben wir das Problem nicht mehr, deswegen pretty cool. Hätte ich da gecrittet, hätte ich das Gold bekommen. Gut. Und wir clearen. Ich behalte das im Kopf. Echo war Botside. Echo geht jetzt Bot to Top wieder. Weil er muss helfen. Er kann nicht Botlane aufkatschen. Jetzt probiere ich dennoch ein bisschen langsam die Wave zu spielen. Warum will ich die Wave nicht schnell spielen? Mein Jungle ist immer noch Toplane. Nautilus ist nicht da. Maybe macht er was Cheesiges. Weil die sind krass behind. Und wenn du krass behind bist, willst du komische Plays machen, um wieder zurückzukommen. Und deswegen sind Cheeses sehr, sehr cool. Okay. Und Game is over. No. Das wäre jetzt ein kurzes Video, okay? Was wir auch gerade onstream gespielt haben. Gönnt euch das. Und wir gucken mal, wie es so bei den Leuten aus YouTube ankommt. Perfekt. Nice. Wenn ihr irgendwelche Content-Ideen habt, gerne immer in den Chat schreiben.